Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Und wir sind dabei, einen Kriegsplan zu schmieden gegen Weißruthenien, damit wir es diesem Monster wieder abschlagen oder uns zurückholen. Bin sehr gespannt. Er ist hier in einigen Kriegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch vor einige Kriegen auf jeden Fall noch abwarten sollten, was hier passiert. Denn ansonsten erklären wir eventuell dem Falschen den Krieg. Man weiß es noch nicht. Ja, auf jeden Fall wird er das nicht lange durchhalten. So viel ist schon mal klar. Karelien hier oben übrigens. Ich weiß gar nicht, das ist tatsächlich ein Teil. Können wir dem eigentlich... Nee, können wir nicht den Krieg erklären. Na gut. Soziale Manipulation. Als das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach, aber mein Cousin Häuptling Pavel wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt von meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihm nicht an seinem Schwerpunkt angreife. Okay. Alles bringt Anspannung, von daher ist es egal. Ich werde ihm Aufgaben stellen. Erstmal... Es ist ein Vasall und Champion von uns in Wodi. Ah, okay. Ich werde ihm Aufgaben stellen, die unmöglich zu erfüllen sind. Ich werde ihm alle Probleme in die Schuhe schieben. Oder wenn ich einen Kommentar... Na, ich weiß nicht, das finde ich schon so doof beim Lesen. Wie könnt ihr es wagen, den Oberhäuptling herauszufordern? Er ist hinterlistig. Ich glaube, als Hinterlistiger ist er tatsächlich eher der hier oben. Ja, ich werde ihn eine Aufgabe stellen. Das werden wir machen. Und wir werden überwältigt von unserer Anspannung. So, wir erhalten einen geistigen Zusammenbruch und ich muss alleine darüber nachdenken, diese Option zu verfügen, weil ihr einsiedlerisch seid. Ja. Das werden wir machen. Wir sind einsiedlerisch. Und dazu stehen wir natürlich auch. Ganz klar. Wir werden überfallen. Das ist uns egal. So. 900. Er wird wieder stärker. Leute, beendet doch mal diesen Krieg hier. Ich meine, wir haben aktuell eh noch nicht genug Geld dafür. Überfallen. Ihr seid verschuldet. Wir können ihn um Geld bitten. Er wird annehmen. Ja, wir machen das. Sehr schön. Fraktion gegen König Tul geschaffen. Da können wir gleich mal gucken. Unternehmt einen weiteren Versuch. Ja, jetzt mag er uns ja auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich möchte dir ja auch einen Ratsposten geben. Aber ich werde den Typ nicht los. Ach, wir können das gar nicht machen. Ah, das ist ja doof. Häuptling Daniel. Das Problem ist, der macht seinen Job halt schon ziemlich gut, ne? Ich weiß nicht, Mord wäre jetzt auch dafür ein bisschen zu hart. Ich hab keinen Job frei, das ist das Problem. Olithia. Unzüchtig. Nein, komm, also... Ach, das ist... Nee. Also ich glaube, wir sind ein so ehrlicher Charakter, auch wenn wir die Eigenschaft nicht haben. Obwohl, ja, wir sind... Nee, eigentlich gar nicht. Wir sind ja hinterlistig. Aber hinterlistig bedeutet ja auch, dass wir einen eigenen Vorteil daraus schlagen müssen. Und das haben wir eigentlich nicht, wenn wir sie einkerkern. Deswegen lassen wir das mal bleiben. Nee, das lassen wir. So, aber wir haben jetzt genug Geld und... Mit 1700, aber nicht allzu viele Truppen. Deswegen müssen wir jetzt echt gucken, 1000. Das Problem ist, wenn wir jetzt nicht angreifen, wann dann? Ja. Können wir uns noch irgendeinen kleinen Söldnertrupp leisten? Beziehungsweise würde es eventuell besser werden, wenn wir noch ein bisschen warten. Was haben wir denn hier? Die sind relativ teuer.
Ein prußischer Trupp Pommesaniens. 400 Leute, 700. 700 leichtes Fußvolk. Finde ich nicht schlecht. Bräuchte man noch 50 Gold für. Dann wären wir 2500. Aber auch 2500 von hoher Güte. Was hat er denn, was haben die denn für einen Anführer dabei? Steht hier gar nicht, ne? Ordentliche Güte. Wir warten noch ein Jahr ab. Also mindestens bis 980 werden wir abwarten, weil das ist. Ah, das, mir missfällt das tatsächlich noch, dass wir hier jetzt gerade einen Krieg erklären sollen. Wir werden überfallen. Ich sitze auf dem Fensterbrett und starre nach draußen. Was sehe ich in der Ferne, das ich mit großer Aufmerksamkeit beobachte? Ich denke, eine Gruppe Bauernkinder. Ja, die draußen spielen. Das war meine erste Option tatsächlich. Bringt auch am wenigsten die Anspannung hervor und das werden wir dann auch mal nehmen. So, wie sieht's hier aus? Den Krieg scheint er gerade zu gewinnen. Erstaunlicherweise. Oberhäuptling Radischlov, der Zweite von Schenigau. Unterwerfungskrieg. Jetzt kommt hier noch ein Zweiter. Eieieiei. Das Problem ist, wenn wir jetzt angreifen, dann haben wir halt, ein Problem, ne? Wir könnten natürlich auch versuchen, uns erstmal so ein kleines Teil da unten zu holen. So einen kleinen Teil. Andrei hat keinen Grund, bei Hofe zu bleiben und wird ihn bald verlassen. Nein, du sollst eingekerkert werden. Könnte gelingen, 6%. Ja, komm, machen. Mann. Das wird aber nicht gelingen, da bin ich mir sicher. Ist schon wieder geflohen. Ja, dann hau doch ab. Mein Gott. Das ist ja unglaublich. Nein. Meine Affäre hat offenbart, mit wem ich mich im Geheimen treffe. Die Wahrheit verbreitet sich wie ein Lauffeuer und offenbar unsere Leidenschaft doch nicht so gut verborgen. Schade. Wie konnte sie das bloß tun? Eure sündhaften Taten haben ihren Preis. Ja. Wir sind mittlerweile beim Prestige doch relativ gut. Eine Fraktion hat sich geschaffen. Tadelloser Haushalt. Ihr nehmt einen weiteren Versuch. 150, wow. Das bringt mich dazu, dass wir tatsächlich mal bei dem Prestige hier unser Militär ein bisschen aufrüsten können. Wir können nämlich die Größe auf 4 erhöhen überall. Das werden wir nochmal bleiben lassen. Wenn wir wieder genug haben, denn wir brauchen ja 500, um unser Kriegsziel zu erreichen. Und das sollten wir auf jeden Fall in der Hinterhand haben. Okay, sehr schön. Dann lass uns noch mal schauen bei den Entscheidungen. Was ist das denn? Das ist ein Gespenst, schreit Maria und deutet hinter uns. Ah! Schreit Putja. Maria bricht in Gelächter aus. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Das war nicht lustig. Tochter. Geliebte Tochter mit 33. Also, ich weiß nicht, wie wir reagieren würden. Lass uns mal schauen. Wir sind ja hinterlistig und zynisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als zynischer Mensch sagen würden, oh Maria, das war aber böse. Nein, komm schon, Putja. Deine Feigheit ist peinlich. Das werden wir natürlich sagen. So, wie sieht's hier aus an der Front? Was? 5 Kriege? Jetzt versucht jeder hier, sein Stückchen vom Kuchen abzuhaben. Das ist nicht schlecht. Wir müssen das abwarten. Und dann hier mit diesen Kleinreichen, das, was hier raus wird, das werden wir uns Stückchen für Stückchen holen. Wir sehen ja hier auch ein kleines Reich.
Das ist auch irgendwie mit jedem im Krieg. Roschlaff zum Beispiel. Ah, das ist so ein schönes Ziel. Muss ich sagen, das ist ein bisschen weiter entfernt. Zu welchem Herzogtum gehört das denn? Smolensk. Ja, das bietet sich so schön an, da oben einzufallen. Ah, ich weiß nicht. Nee, wir warten echt ab. Also, wir gucken, dass wir unsere Armee weiter ausbauen. Hier steht noch die Erweiterung. Das gucken wir uns gleich mal an. Hier auf die Größe 4 aus. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 400 Leute mehr. Und dann können wir uns hier dann auch hoffentlich bald noch was holen. Das wäre mir tatsächlich doch relativ wichtig. 600 Aufgebote. Aber wir haben halt relativ viele Armeen. Wir könnten mal gucken, ob wir noch ein ganz neues machen. Das kostet allerdings 180. Wir haben relativ viele Bogenkämpfer. Leichtes Fußvolk, Pikiniere. Was uns halt fehlt, ist gepanzertes Fußvolk und Reiterei. Reiterei sind natürlich auch immer gut als Konter gegen feindliche Bogenschützen. Ah gut, aber die können halt nicht gut in Feuchtgebieten. Berge gibt es hier natürlich auch relativ viele. Wie sieht es hier aus? Die haben keine wirklichen Geländeeffekte. Sind gut gegen Speerkämpfer. Ja, gegen die Pikiniere natürlich, ne? Gegen leichtes Fußvolk. Da sollten wir, wenn wir die Möglichkeit haben, einen von erschaffen. Denke ich, ja. Das machen wir. Der Segen der Ungewissheit. Ulithia hat unseren Sohn zur Welt gebracht und obwohl ich mich freue, ist mein Herz erfüllt von Zweifeln und Ängsten. Und wir werden ihn, ja, David. David werden wir ihn nennen. Und er bleibt ein nicht legitimierter Bastard. Nee, also Prestige können wir uns beim besten Willen nicht leisten. So, jetzt gehen wir mal in die Entscheidung. Aber wir sind langsamer. Den Anspruchsteller werden an meinen Hof eingeladen. Genau, das wollten wir uns gleich mal anschauen. Eine Pilgerreise gehen. Hingabe für unseren Glauben, der ist nicht so gefestigt hier. Ich glaube, das braucht man nicht. Ein Festmahl machen wir auch nicht. Eine Jagd. Ah, ich weiß nicht, eine Jagd. Wir könnten unser Prestige erhöhen. Kostet aber auch, ne? Festmahl ist nicht unser Ding. Nee, wir lassen das. Nein, nein, wir lassen das. So. Und hier ist jetzt tatsächlich Finnland. Eieieiei. 3000. Ja, okay, das war abzusehen, ne? Ist halt die Frage, wie sich das hier jetzt entwickelt. Dieser Krieg wird mit Sicherheit auch verloren gehen. Aber die Kriege hier, das sieht relativ gut aus. Wir sollten halt jetzt nicht den Zeitpunkt verschlafen, um ihnen den Krieg zu erklären. Das wäre halt ärgerlich. So, wir haben ihnen den Krieg verloren. Okay. Das war Finnland. Ja, ja. Die Finnen sind halt ziemlich groß. Estland mit seinen 6000 Leuten mittlerweile auch. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Und was wir jetzt mal machen, wenn wir können diesen Charakter hier mal anheften, damit wir schneller hinkommen. Damit wir auch sehen, wie sich seine Truppenstärke verhält. Denn er ist ja jetzt schon wieder bei 1300. Was ist hier unterwegs? Neutral, neutral. Mhm.
Es sieht da für mich so aus, als wenn er diese Kriege alle gewinnen wird. Wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Krieg erklären. Ansprüche. Sie sind überlegen. 6000. Wo haben die denn bitte? Woher hat er denn bitte jetzt 6000 Leute? Nein, der hat 2 Bündnisse. Eieieiei. Mit einem Teil von Chassaria. Ui. Und Weißruthenien. Was hat er denn jetzt für komische Bündnisse hier geschlossen? Da haben wir jetzt wahrscheinlich zu lange gewartet. Wo, was ist denn das für einer hier? Ach, da unten. Ah, das ist natürlich jetzt echt doof. Was? Er hat eine 13-Jährige? Okay. Das ist jetzt natürlich doof. Das heißt, wir haben jetzt... Er hat jetzt tatsächlich von da unten eine Frau geheiratet. Eine Tochter geheiratet. Oh. Jetzt haben wir natürlich echt zu lange gewartet. Was ist mit ihm hier? Haben wir denn da jetzt irgendwie... Ja, wir könnten zumindest den Teil schon mal erobern. Ja, das machen wir. Wir erklären ihnen den Krieg. Und dann holen wir uns zumindest den Teil schon mal. Auch kleine Teile sind besser als nix. Wir müssen hier langsam wieder an den Rand kommen und... Ich möchte gerne dein Königreich erobern. Beziehungsweise wir werden die Grafschaft nehmen. Wir brauchen Illustra dazu. Da sind wir dran. Und Krieg erklären bitte. Sehr schön. So, dann bitte einmal, ihr Lieben. Alle Armeen ausheben. Die Truppen sammeln. Wir können Verbündete rufen. Na, ich denke, das brauchen wir nicht. Das kriegen wir alleine hin. Sehr schön. Der ökonomische Patriarch hat Meinung über uns gewonnen. Das ist gut. Also ich muss sagen, das mit den Verbündeten hier, die beiden, das war ein enorm kluger Schachzug. Ich habe mich tatsächlich schon gewundert, warum er wieder so stark wird. Aber ist klar, wenn er so viele Verbündete jetzt hat, dass er dann so stark wird. Ja, wir haben den Zeitpunkt verpasst, aber wir waren halt zudem, in meinen Augen, auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der Lage, einen Krieg zu erklären. Das ist ein bisschen schade, aber wir arbeiten daran. Wir holen uns erstmal Roslav. Hat sich aufgelöst. Ja, das ist gut. Und dann werden wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Stückchen für Stückchen werden wir uns das wiederholen. Und er möchte auf unseren Thron. Er ist ein mächtiger Vasall. Ja. Dem ist leider so. Aber wir haben leider keinen Platz frei für euch. Oh, entschuldigt bitte. So. Ich mache mal ein bisschen schneller. Unsere Truppen sind noch gut versorgt. Klar, die gehen ja auch durch unser Reichsgebiet. Und hier gibt es jetzt gleich die erste Schlacht. Hügelverteidigung, besserer Befehlshaber. Das sollte tatsächlich kein Problem sein. Ja, sehr schön. Ihr erfuhrt ein Geheimnis. Er ist ungläubig. Okay. Das gibt's doch nicht. Von unserer Schwägerin. Wieso sind die denn alle so versoffen hier bei uns? Das gibt's doch nicht. So, das lassen wir mal weiterlaufen. Und wie sieht's hier aus? Ein Sieg. Details, Aufgebote. Okay, ja, das war wirklich
Na komm, das war jetzt ja wirklich nicht so. Nicht so berauschend. Meine Radspitze ist. Die Nachricht ist ja geil. Mein Radspitz ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer, aber es ist jemand, der einen Komplott schmiedet, um eine Person zu ermorden, und zwar meine Affäre Xene. Ey, Chefe, Chefe, ich habe was rausgefunden. Was denn? Mich will jemand umbringen. Cool. Wir müssen herausfinden, wer Xene ermorden will. Wir sollten sie nochmal heftig beschlafen. In der vorher. Wie können wir das machen? Beeinflussen, Geschenk schicken, machen wir nicht. Liebesdinge, versuch Xene zu umwerben, wodurch sich ihr Prestige erhöht. 0%? Okay. Dann lassen wir das doch vielleicht lieber sein. 0% ist doch ein Tuck wenig. So, wie sieht's hier aus? Ach, hier gibt's schon wieder die nächsten Kriege, die nicht gut aussehen. Okay, ja. Wir werden mal abwarten, was sich hier entwickelt. Und vor allen Dingen auch, was sich hier entwickelt. Wie sieht's aus? Fortschritt? Mhm. Wir müssen auch langsam mal die Belagerungswaffen erfinden. Sie sind dabei, den Herbern. Wir sind erst bei 9 von 19. Eieiei, also die russische Kultur entwickelt sich nicht in die beste Richtung, muss ich sagen. Aber wir stehen zu der russischen Kultur. Wir bleiben da definitiv dran. Ganz klar. Ich sollte vielleicht auch die Pause wegmachen. Dann wird es vielleicht mal ein bisschen schneller. Wir werden überfallen. Ja, gut. Okay. Das wollen wir jetzt auch gar nicht ändern, tatsächlich. Ihr unternehmt einen weiteren Versuch. Nicht gebilligt. Ja, ist mir egal. Hier kommt. Mit ernsthaft willst du das wirklich tun? Ach, wir haben einen Feind gefangen genommen. Schön. Und gucken wir mal, was der drauf hat. Häuptling. Ach, wir haben den Häuptling gefangen genommen. Ja, Mensch, das ist doch gut. Dann müssten wir doch jetzt bei 100% sein. Forderung erzwingen. Perfekt. Dann können wir unsere Truppen auflösen. Sehr gut. Okay, perfekto. Das heißt, das gehört jetzt uns. Und die Volksmeinung ist nicht sehr gut. Glaube ist Kultur passt, Glaube, Kontrolle. Und dann haben wir auf jeden Fall hier unten jetzt ein wenig etwas zu tun. Wir werden jetzt nämlich einmal, nein, genau, die Gemeinde bekehren und dann bitte mehr Kontrolle schaffen. Genau. Komplotte stören, Komplotte unterstützen. Xene bitte. Komplotte unterstützen, das ist mir wichtig. Mehr Entwicklung. Ja, da bist du dran. Klar, alles gut. Weitermachen. Fremde Angelegenheiten. Die Fremden, da machen wir bitte auch weiter. Okay, sehr schön. Eine Schlacht war erfolgreich. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Und Lenz hat den Krieg gewonnen. Oh, sehr gut. Ist sein Reich größer geworden? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wie sieht es denn eigentlich im Moment mit unseren Vasallen aus? Das ist er. Ja, und das ist er da oben, ne? Ja, ja, genau. Und ja, ich möchte ihn halt gerne tatsächlich auch einen Thron geben. Und ich würde ihn wirklich gerne den Bildungsthron geben. Aber es ist halt in dem ökumenischen Glauben. Er darf es halt nicht. Aber ansonsten kann er ja auch nicht wirklich was. Wir könnten gucken, dass wir ihn tatsächlich. Braucht er denn hier irgendwas? Nee, er würde jetzt einfach nur. Was hat denn er? Ach, das ist. Das
das ist echt doof, weil er hat halt eins, nix, also das ist nichts. Bei allem anderen könnte ich ihn einsetzen. Bildung wäre halt sensationell. Das ist echt Mist, ey. Er arbeitet immer noch? Ja, klar. Zari Stark ist die Mühe nicht wert. Meine Gemahlin schaut mir über die Schulter auf die Dokumente, die ich auf meinem Schreibtisch staple. Ich bin redlich erfahren in solcherlei Dinge, meint sie zögerlich. Vielleicht könnte ich euch ja helfen, das Vertrauen von Zari Stark zu erlangen. Ja, nichts lieber als das. Dobroschlav hat die Eigenschaft Hexe erhalten. Wer ist sie? Eine Nichte von uns. Ach komm, ja. Ja, mei. So soll es sein. Wie entwickelt sich eigentlich unser Herr Sohn? David, unser Bastardkind. Unser Herr Sohnemann ist mittlerweile... Oh, sehr schön. Sohn und Spielerbe, den Joshua, sollten wir mal davon ausnehmen, dass er hier mitgeht. Er ist ein Plünderer. Okay, stattlich, verwundet. Ey, mach kein Mist hier. Brauche ich noch ein bisschen. Fehlgeleiteter Krieger. Gerecht, treuherzig. Ach, das wird doch bestimmt auch ein ganz toller Herrscher werden. Aber jetzt müssen wir echt erstmal abwarten, was sich hier entwickelt. Fraktion geschaffen, Cousin gefangen genommen. Was ist denn jetzt kaputt? Oberhäuptling Refil II. Von Novgorod hat im Alter von 63 die Tür zur Geisteswelt durchschritten. Er starb an Altersschwäche. Er brach schamlos die Ehe und man wird sich an ihn erinnern. Ob seines Verrats, sein zügelloses Wesen. Oberhäuptling Joshua besteigt den Thron. Er ist ein Mann von großem Appetit und die Leute hoffen, dass er zuerst an das Reich und erst dann an seinen eigenen Hunger denkt. Okay, krass. Er ererbt tatsächlich alle Titel. Wow. Er war nur 10 Jahre der König. Puh. Damit hat er ja fast den König Rurik, den allerersten, geschafft. Am längsten hat es tatsächlich Arich Stark durchgehalten. Und er hat auch nur in einem einzigen Krieg gekämpft in den 10 Jahren. Ja, es ist nichts passiert, tatsächlich. Wow. Ja, puh, okay, meine Herren. Da bin ich jetzt ja ein bisschen baff, tatsächlich. Jetzt müssen wir uns erstmal die Situation wieder angucken. Ich meine, hier hat sich jetzt nicht so viel geändert. Und euer neuer Koschma billigt uns. Fraktion geschaffen, Cousin gefangen genommen, größere Kontrolle. Mhm, okay. Dann sind wir erstmal einen Monat... weitermachen. Okay, so. Eine gefährliche Fraktion wird uns bald ein Ultimatum stellen. Eieiei, wer ist er denn jetzt? Oberhäuptling Pavel hätte gerne... Ja, das müssen wir jetzt machen. Wir müssen ihm einen Posten im Rat geben. Puh, wir haben kein Ehe... Ja, keine verfügbaren Ehepartner? Ach, weil sie selbst die Herrscherin von... Oder ist unsere Frau jetzt verstorben? Ja, weil sie selbst eine Stammesfürstin ist, deswegen. Hm, okay, verstanden. Ah, das ist natürlich jetzt eine doofe Situation. Wir müssen auf jeden Fall ihm das Ganze geben. Damit er hoffentlich... Damit er hoffentlich mehr Kontrolle in der Gemeinde da unten mit seinem Kram hier aufhört. Und der gute Roman, den werden wir austauschen gegen, ja, Häuptling Daniel. Zack. Es ist natürlich doof, dass Roman dann Meinungs von uns verliert, aber das ist nichts zu ändern. Mehr Entwicklung in Novgorod, bitte. 73 Jahre. Das können wir vergessen. Ja, dann machen wir Steuern eintreiben. Also, wenn er tot ist, dann haben wir hoffentlich einen besseren. Aber er, ich meine, die beiden sind ja schon so weit weg vom Fenster, hoffentlich. Puh, boah, Leute, was ist das für eine Folge gewesen, oder? Wir haben noch nicht mal eine Ehepartnerin, die hier was machen kann. Und
Xene mag uns auch nicht. Warum denn nicht? Kurze Herrscher, fremde Kulturgruppe. Ach, weil sie Griechin ist, ja. Unersättliche Sünde, maßvoll. Haben wir eigentlich schon mal versucht, irgendjemanden umzubringen? Nee. Boah, meine Herren. Was ist das für eine Staffel hier? Wahnsinn. Morgen geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.